Jeder macht es gern. Reisen. Doch die Fülle der Angebote macht die Auswahl schwer. Was sind die bevorzugten Reisearten und wo liegen die Lieblingsreiseziele 2007? Der absolute Gewinn ist heuer, sage ich mal, Thailand. Zwar nicht nur im Sommer, sondern im ganzen Jahr. Also das ist wieder komplett im Kommen. Ja. Dann eigentlich die normalen wie Griechenland, Spanien, Türkei ist wieder beim Aufholen. Also alles quer. Ja. Das bevorzugt ist sicher noch immer der normale Pauschalurlaub mit den Hotels und dem Flug dabei. Also das wird sicher hauptsächlich gebucht. Was auch noch der Trend ist, sind sicher die Wellnessreisen. Indem das im Sommer sehr, sehr gute Angebote gibt, wird es auch gerne im Sommer angenommen, ja. Für diejenigen, die nicht im Voraus planen wollen, ist Last Minute die geeignete Reiseform. Angebote findet man ab 3 bis 4 Wochen vor Reisebeginn. Welche Vorteile genießen Frühbucher? Beim Frühbucher habe ich halt diesen großen Vorteil, dass ich mir das aussuchen kann, was ich wirklich haben möchte. Wenn man sich etwas aussuchen möchte, dann würde ich auf alle Fälle empfehlen, das schon im Jänner, Februar zu buchen. Erstens hat man tolle Abschläge, sind teilweise ja bis zu 150 Euro, die man sich erspart. Und da hat man halt dann wirklich das, was man haben möchte. Und bei den Last Minutes ist es halt sehr oft, dass man zum Beispiel jetzt ein Roulette-Angebote hat, da wo man dann halt absolut nicht weiß, wo man hinkommt. Individualisten können sich ihre Reise auch selber zusammenstellen, während Pauschalreisende standardisierte Angebote von Reiseveranstaltern wahrnehmen. Und was wird bevorzugt? Auf alle Fälle die Pauschalreisen. Somit weiß ich, mein Hotel ist reserviert. Ich brauche nicht herumfahren und nicht suchen. Also das ist sicher der große Vorteil. Was sicher ein großer Trend ist, auch, ist, dass sie die Leute dann vor Ort einen Mietwagen nehmen. Somit habe ich die bequeme Anreise und kann dann unten meine Ausflüge mit dem Mietauto durchführen. Wie sieht es denn mit Selberplan aus? Es ist halt sehr, sehr, sehr schwierig, weil man halt erstens keinen Ansprechpartner hat. Wir sehen es jetzt auch, es kommen sehr, sehr viele Kunden wieder zurück, weil wenn halt wirklich was nicht klappt, dann kann ich halt mit dem Computer nicht wirklich meine Probleme bereden, beziehungsweise habe ich keinen persönlichen Ansprechpartner. Was sagt die Expertin zu Internetangeboten, wie sie auf Expedia, Niki, Opodo.at verfügbar sind? Von dem würde ich eher abraten. Es sind auch sehr viele Homepages, die nicht wirklich seriös sind. Was anderes ist jetzt, wenn wirklich ein seriöser Partner dahinter steht. Wir haben auch eine Homepage, aber wie gesagt, es sind halt leider sehr, sehr viele schwarze Schafe. Ob Sprachurlaub, Rundreise, Badeurlaub oder Kulturtrip. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reisen.